Alter, was geht ab, Leute, hier? Veganuary! Wir testen alle veganen Fastfood-Sachen. So andere Foodblogger, die checken so, wow, irgendwelche so Hipster, vegane Cafés ab, wow, gesunde Bowls und so. Digga, ich starte mit Fastfood, Baby. Wir haben den McPlant und wir haben Plant Nuggets. Dann habe ich noch Pommes umsonst, wegen diesem Monopoly-Ding. Auch vegan. Dann habe ich noch einen Double Chili Cheese. Weil es ist ja keine Vegan-Challenge. Wir wollen nur die veganen Sachen probieren. Plant Nuggets. Habe ich schon probiert. Sind okay, wenn man nicht zu viel isst. Also wenn du jetzt ein, zwei isst, kann man auf jeden Fall machen. Alles drüber, dann merkst du es. Die sind ein bisschen trockener. Was heißt bisschen? Die sind voll trocken. Der Geschmack ist ein bisschen anders. Wenn du ein, zwei isst, dann lässt sich dein Gehirn noch täuschen. Mhm. Die sind zu knusprig, Mann. Man kann es essen, aber unterdurchschnittlich. Also ich würde den niemals einem normalen Chicken McNugget bevorzugen. Der McPlant. Das letzte Mal, wo ich den hatte, das war vor 2 Jahren, wo wir versucht haben, alles von McDonald's zu essen. Also die saure Gurke passt gar nicht dazu. Das Patty hat ein sehr starkes Eigenaroma. Schon zu stark. Also von der Konsistenz her merkt man nicht, dass es kein Fleisch ist. Aber vom Aroma her. Hier ist viel mehr Soße und so. Käse. Jetzt hat das Fleisch nicht so, steht es nicht so heraus. Kann man machen, McDonald's, kann man machen. Es geht weiter mit Veganuary. Chicken Tuesday, baby. Beste, 2,99 5 Hot Wings, mein Gott. So. Da steht aber Veggie, nicht vegan. Oh yes! Yeah, baby! Ich habe einmal den Veggie Classic und Veggie Tenders. Veggie Tenders, 3 Stück, 5,49. Finde ich teuer. 5 Hot Wings, 2,99, Digga. Finde ich gut. Eigentlich haben sie nur diese Veggie Tenders. Und die haben sie dann in verschiedenen Produkten wie Burger oder Wraps. Aber im Grunde genommen ist halt immer nur das hier. Wie gesagt, Veggie, nicht vegan. Wahrscheinlich wegen Käse. Aber das müsste vegan sein. Aber vielleicht ist es auch nur Veggie, weil, was weiß ich, in der Panade oder so. Ich will nichts Falsches sagen, ich kenne mich nicht aus. Ich bin gespannt. Erster Bissen. Ich will nicht rausschmecken, dass es nicht Chicken ist. Der Burger an sich ist ein bisschen wack. Der ist ein bisschen schwach. Da fehlt auf jeden Fall Geschmack und Kick und Zutaten. Von dieser Stelle hier nur Brot, keine Soße, trocken as fuck. Deswegen müssen wir erstmal das hier pur testen. Oh wow. Oh wow. What? Er schmeckt wie Chicken. Und er schmeckt gut. Es hat nicht diesen ekligen veganen Geschmack. Okay, das ist nicht vegan, das ist vegetarisch. Was ich bisher die ganze Zeit hatte, Mann. Du hast direkt so einen stechenden Geschmack gehabt bei diesen veganen Produkten. What the fuck? KFC aus dem Nichts, out of nowhere. Stark KFC. Auch stark, gut gewürzt. Starker Pfeffergeschmack. Also an sich auch ein leckeres Produkt. Weil bisher hat mir gar nicht das Fleisch gefehlt von den ganzen veganen Sachen, die ich probiert habe. Sondern es war an sich einfach schlecht. So, in Chili. Süß-sauer. Süß-sauer ist das nicht Chili? Chili süß-sauer, ja? Sweet Imperial. Also McDonald's Süß-sauer schmeckt auf jeden Fall besser. Ich muss sogar sagen, pur hat er mir besser geschmeckt als mit dem. Vielleicht eine Tomate reintun. Doppelt so viel Mayo. Der ist trocken als fuck, man. Jetzt kommen wir zum Mayo. Jetzt ist er okay. Mhm.
KFC hat abgeliefert. Aus dem Nichts, damit habe ich nicht gerechnet. Starke Leistung, KFC. January Fast Food Edition geht weiter. Heute bei Five Guys. Aber so wie ich es richtig gesehen habe, haben die nichts Veganes. Die haben nur so ein Grilled Cheese Sandwich. Und der Käse ist halt nicht vegan, also nur vegetarisch. Genau wie bei McDonald's der Käse nicht vegan war. Es gibt ein Veggie Sandwich mit oder ohne Käse und ein Grilled Cheese. So, Junge, das ist so klein. Das kostet 7 Euro oder so. Oh, das ist ein fetter Oschi. Okay. Digga, da denkt man sich auch, wollen die mich verarschen? Das ist einfach nur zwei Buns und Käse. Die Buns sind ziemlich geil. Das Teil kann die 7,50 € kosten. So 3 Euro vielleicht. Aber schmecken tut es ziemlich geil. Mhm. Schmecken tut es echt geil, Mann. Also der Preis ist irgendwie voll lächerlich. Boah, das ist genau das, was ich nicht wollte. Das ist einfach ein Burger mit allen Toppings und ohne Fleisch. Genau das ist das, was ich nicht haben wollte. Grilled Cheese, geil. Das sehr wahrscheinlich nicht geil. Katastrophe, Mann. Also das gehört verboten. Wer kommt auf die Idee, Mann? Hätte ich gewusst, dass das der Veggie ist? Mein Gott. Aber nächster Stop, Pizza Hut. Dieses Grilled Cheese Ding hat mich natürlich nicht satt gemacht. Da sieht man es auch schon. Plantastic. So vegan war Pizza hat noch nie. Veganuary. So. Gönnen wir uns die hier. Pizza habe ich mir die hier gegönnt. Let's go! Ich fange erstmal an mit einer Pizza, weil ich habe Hunger. Aha. Das ist das vegane Chicken. Ja, okay. Es ist sehr creamy. Gibt Leute, die das mögen. Die Pizza, der Boden, Teig, geil. Käse auch. Die meisten Toppings, boah, das ist geil. Chicken, nicht schlecht. Also auf jeden Fall nicht Peter Pane, ekliger Eingeschmack. Aber hier ist mir zu weich und zu creamy. Ich brauche ein bisschen mehr Biss. Hm. Aber an sich merkt man null, dass es vegan ist. Das hören wahrscheinlich viele nicht gerne. Aber mir taugt Pizza besser als neapolitanische. Das ist ja voll im Hype. Die taugen mir so gar nicht. Bruder, was ist das, Mann? Das ist so eine Art Calzone. Also Füllung, dies, das, okay, kann man machen, Käse, das hier kann man auch machen, der Teig ist mir aber zu trocken, vor allem, dadurch, dass du Boden hast und Deckel, ist es einfach zu viel Teig und das schmeckst du auch. Das Teil kann gar nichts. Es ist einfach eine Pizza mit einem Deckel oben drauf. Ist ja nicht mal eine Tasche. Weißt du, aber war ja auch an der Seite. Macht keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn, Mann. Vegan merkt man gar nicht. Kann man auf jeden Fall machen. Auch als Nicht-Veganer. Es geht weiter, Leute. Veganery. Die haben aber echt eine Menge Auswahl. So. Ich glaube, die haben einfach jeden Burger auch in Plant-Based. Kann das sein? Pommes, Getränk, Plant-Based Whopper und Plant-Based Nugget Burger. Nugget Burger, weil irgendwie konnte ich keine Nuggets einzeln bestellen, also 3 oder 6 Stück, sondern nur direkt 20, was mir halt auf jeden Fall zu viel ist. Aber in dem Nugget Burger sind dieselben Nuggets. Was? Erstmal das Chicken. Nicht das Schlechteste, was wir bisher hatten, aber ich würde es nicht gut nennen.
sehr hart und trocken. Schlechter als McDonald's Nuggets. Vegan. Schmeckt gar nicht zum Chicken im Burger. Digga, es kommt einfach Musik bei Burger King. Fleisch, check. Hat ein Grillaroma, aber starkes veganes Eigenaroma. Gesamt ist okay. Aber nur, weil man es nicht zu stark rausschmeckt hat. Du willst ja einen Burger für den geilen Fleischgeschmack. Und hier hoffst du, dass der Fleischgeschmack verschwindet, verdeckt wird. Ich habe den Burger nicht aufgegessen. Also mein Nugget Burger schon, aber mein Plant-Based Whopper nicht. Den gibt's später. Letzter Stop, den wir testen, Subway. Man würde meinen, da gibt's das beste vegane Zeug, zwar viel Gemüse und so, aber es soll ja nicht so wie bei Five Guys sein, wo du einfach einen Burger oder Sub bekommst und da ist halt nur Gemüse drin, sondern wir wollen ja das Fleischersatz testen. So, den gönnen wir uns zu Hause. Es gab Plant-Based Teriyaki und dann halt noch dieses Vegan-Teil, aber das Vegan-Teil habe ich nicht genommen, wenn es schon Plant-Based Teriyaki gibt. Ein Stück von meinem Teriyaki ist in Thunfisch gefallen. Ist jetzt einfach rausgenommen und dann auf mein Sub getan. Wäre ich jetzt Veganer, wäre das nicht so geil. So, dann haben wir meinen Plant-Based Chicken Teriyaki mit irgendwo ein Stück Tuna dran. Ist ein bisschen ausgelaufen auf der Rückfahrt. Subway ist geil, Mann. Subway ist geil. Wir probieren mal. Schmeckt vegan, ja. Nicht bitter, sehr wichtig. Man schmeckt, dass es kein Chicken ist. Leichter, ekliger Geschmack. Also dieses ganze vegane Zeugs hat immer so ein gewisses Stechen. Vielleicht gewöhnt man sich mit der Zeit dran, dass es dann weg ist. Aber in einem Sub kommt es geil. Beziehungsweise man merkt es nicht, weil Brot, Soße, dann das ganze Gemüse. Und der Star von Subway, sag ich mal, ist meistens immer die Soße. Dass du geile Soßen so drauf tust. Deswegen ist es hier leichter, schmackhaft zu sein. Weil zum Beispiel in einem Burger, da ist das Fleisch, beziehungsweise das Fleischersatz, das Wichtigste, die wichtigste Komponente. Okay. Kuss übrigens an zwei Kollegen von mir, Dominik und Omar. Die machen jetzt unter sich so eine Subway Challenge. 5x30 cm Subs. Also ich kann euch sagen, ich würde es nicht schaffen. Kuss geht auch raus an Tati, der Vegan-Hater. Fazit-Time. Letzter Platz auf Nummer 6. Ganz klar Five Guys. Die hatten nicht mal eine vegane Option. Die vegane oder vegetarische Option war einfach Fleisch weglassen. Es war so traurig, Mann. Nummer 5, Burger King. Große Auswahl, eine Menge Burger in Plant Version. Vielleicht lag es an dem räudigen Burger King, wo ich war, aber die haben nicht geschmeckt. Platz Nummer 4, McDonald's. McDonald's immer solide. Kuss geht raus an Ivanio. Der war heute in München. Headquarters von McDonald's. Da lauert was im Busch. Freut mich für ihn. Platz Nummer 3, der Hammer Pizza Hut. Diese Taschen, was auch immer das war, fail. Finger weg davon. Aber vegane Pizza hat getaugt. Platz Nummer 2, Subway. Subway, stabil, Mann. Stabil. Subway ist geil, Mann. Wie kann man Subway nicht feiern? Platz Nummer 1, out of nowhere, KFC. Man muss aber betonen, die sind nicht vegan. Das war nur Veggie, vegetarisch. Ich habe nachgeschaut online. Irgendwie war da noch Milch und Ei drin. Dementsprechend wahrscheinlich deswegen auch leckerer. Aber es hat echt sehr gut geschmeckt. Das war's von mir, Leute. Und der Veganuary Fast Food Top Tier Ranking Tierliste. Vertraut mir, KFC, Mann. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Vergesst nicht, serious business.